Danke. Endlich, was für Hunger und Durst, wunderbar. Das schaffe ich jetzt. Ach so. Ja, da ist nämlich Pfand drauf. Nehmen Sie mal die 25 Euro. Sie sollen ja nicht drauflegen. Ich wollte verprügeln.
laufen muss. Fachgemann! Beim ersten Mal waren es ca. 200 bis 300 Teilnehmer im Sommer da am Marktplatz. Da fragen natürlich die Teilnehmer, findet diese Tour nächstes Jahr wieder statt? Ich sage, okay, keine Ahnung, wir wollten ja ein Brot im Umlauf bringen und nicht eine Radtour organisieren. Okay, haben wir gesagt, vielleicht. Und das nächste Jahr waren wir eben so euphorisiert und haben gesagt, okay, wir machen das weiter und haben das so weit gemacht, bis wir unser Ziel erreicht haben, 1000 Teilnehmer. Auf einmal vor ca. 5 Jahren war ein Teilstück der A71 noch nicht freigegeben. Da hat der Bürgermeister von Frömmstedt über Nacht einmal ein Teilstück übernommen von der Degis. Da ist so eine Behörde, sitzt in Berlin. War nicht schlecht, uns gehört so ein 10 Kilometer Autobahn. Und da haben wir eben die Tour de Frömmstedt über die Autobahn gefahren. Da waren es auf einmal wieder 2000 Teilnehmer, wirklich handgezählt, richtig echt. Okay, und die Entstehung kam eben mit diesen drei Personen und mittendrin euch eben auch mit. Und ich wollte heute mal das nutzen, um mich bei diesen drei Leuten mal zu bedanken. Und es gibt natürlich einen kleinen Präsent bei, oder? Jetzt gibt es einmal einen Gutschein
für ein Spiel HSV Schalke 04. Also, ihr wisst, ich bin zwischen HSV und Rot-Weiß Erfurt, aber HSV muss aufsteigen. Frank. Und für Rallye-Sätze von Walter uns nicht nur bei der Tour de Frömmst immer begleitet, auch sonst mal durch den Kiffhäuser führt oder durch den Bayerischen Wald oder durch die Alpen, habe ich natürlich mit einem Partner, der Firma Radart aus Erfurt, soll ich schöne Grüße sagen, Navi, ein Navigationsgerät, das du niemals verfährst. Ja, vielen Dank, Herr Bergmann. Es ist eine allen Ehren wert, was Sie hier auf die Beine stellen, das ist schon seit 15 Jahren. Und die Zahlen zu erreichen, die hier heute auch angereist sind mit dem Rad, ich sehe nicht so aus. Ja, das hat den Grund, dass ich von einer Veranstaltung zur nächsten hetze heute und es die Zeit nicht einfach gerade geschafft hätte, mich aufs Fahrrad zu setzen. Ansonsten wäre ich natürlich auch gerne selbst mal Fahrrad gefahren, aber ich vertrete den Rutschen Radweg e.V., also quasi als Vorsitzender des Vorstandes. Wir bemühen uns darum, den Radweg zu entwickeln, ja, die Infrastruktur weiterzuentwickeln, Tourismus zu fördern und Gäste natürlich in unsere Region zu locken. Und da ist Tradition mittlerweile schon der Ausschuss Radwandertag und Herr Bergmann ist ja bei zugekommen angesichts des 15-jährigen Jubiläums der Tour de Frömmst, ob wir nicht diesen Ausschuss Radwandertag mit der Tour de Frömmst zusammenlegen wollen. Und da haben wir natürlich alle sofort ja gesagt, weil es ist ja, quasi ergibt sich einfach daraus schon. Ja? Und wie man sieht, ist das natürlich ein voller Erfolg. Und es ist auch Tradition, dass dann an dem Tag, an dem Münchner Radwandertag, die Luftpumpe, die symbolische, dann von dem Veranstalter an den nächsten Veranstalter übergeben wird. In dem Fall mache ich das mal als Vorsitzender des Münchner Radweg e.V. und freue mich, dass die Stadt Aachen sich bereit erklärt hat, den nächsten Münchner Radwandertag im Jahr 2021 zu gestalten. Und lieber Thorsten, du bist ja jetzt relativ frisch im Amt, erst seit Juni. Erstmal mal herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl. Und damit übergebe ich dir jetzt hochsymbolisch die Pumpe und ich hoffe und freue mich, nach Aachen komme ich bestimmt noch mit dem Fahrrad. Das ist nicht so weit. Da nehme ich mir auch mehr Zeit, dann ist es vielleicht dann nicht besser mal sehen. Also hier die symbolische Pumpe und ich freue mich auf einen schönen und schönen Radwandertag in Aachen. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Steffen, und wir werden uns Mühe geben, dass wir das zu einem erfolgreichen Erlebnis werden lassen. Wie gesagt, ich muss mich da jetzt alles erst ein bisschen reinfuchsen. Und soweit wie ich das lesen konnte, war ja auch die Bitte von Herrn Bergmann, dass wir in Aachen zukünftig immer starten. Und da werden wir uns natürlich gerne beteiligen. Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit und ja, ich fahre dann beim nächsten Mal auch wieder mit. Ja, vielen Dank.